In diesem Video geht es um die Neuheit bei Patenten und bei Designs. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem und Partner, und in diesem Video erkläre ich genau, was Neuheit bei Patenten, Gebrauchsmustern und Designs ist und warum Neuheit bei Marken nicht wichtig ist. Ich kläre folgende Fragen: einmal, was ist Neuheit überhaupt? Was ist Stand der Technik und was ist Formenschatz? Wie ist Neuheit bei Patenten und bei Gebrauchsmustern unterschiedlich definiert? Und warum ist Neuheit bei Marken nicht relevant? Die Dinge, die bei Patenten, Gebrauchsmustern und Designs geschützt werden, müssen erstmal generell zum Anmeldetag der jeweiligen Schutzrechte absolut neu sein. Das heißt, dass beispielsweise das geschützte fliegende Auto vor dem Anmeldetag nirgendwo auf der Welt schon vorher bekannt gemacht worden sein darf, also auch nicht der Öffentlichkeit irgendwie erzählt worden sein darf. Ansonsten ist nämlich das jeweilige Schutzrecht dann später nicht mehr erfolgreich durchsetzbar. Mit Patenten und Gebrauchsmustern könnte man sich zum Beispiel das Antriebskonzept von so einem fliegenden Auto schützen und mit Designs eben das Aussehen von solchen fliegenden Autos. Alles, was vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit bekannt war, nennt man bei Patenten und Gebrauchsmustern Stand der Technik und bei Designs Formenschatz. Bei Patenten ist der Neuheitsbegriff sehr streng definiert. Es gab mal einen Fall, wo in einer Kopenhagener Vorstadtzeitung ein bestimmtes technisches Konzept offenbart war. Und das war dann als neuheitsschädlich angesehen gegenüber einer europäischen Patentanmeldung. Also vorsichtig sein, was man vor dem Anmeldetag in der Öffentlichkeit eben offenbart, ob man das vielleicht schon irgendwie öffentlich sichtbar die Idee ausstellt oder auf einem öffentlich einsehbaren Platz, zum Beispiel dem Lagerplatz, nur hinter einem Zaun stehen hat. All das kann auch neuheitsschädlich gewertet werden. Also Vorsicht, nur mit Geheimhaltungsvereinbarungen weitererzählen vor dem Anmeldetag, wenn das überhaupt notwendig ist, und eben dem Patentanwalt natürlich, der unterliegt ja standesrechtlich dem Schweigegelübde. Für Gebrauchsmuster, dem kleinen Bruder der Patente, gilt die sogenannte Neuheitsschonfrist. Das heißt, die Veröffentlichungen, die vor dem Anmeldetag auf den Anmelder zurückgeführt werden können oder den Erfinder, und die 6 Monate innerhalb der letzten 6 Monate vor dem Anmeldetag liegen, die sind unschädlich. Wenn man seine Erfindung, seine technische Erfindung der Öffentlichkeit schon vorgestellt hat, dann kann man also vielleicht immer noch ein Gebrauchsmuster erzielen. Es gibt natürlich zum Stand der Technik bei Patenten und Gebrauchsmustern unheimlich viele Sonderregeln und Rechtsprechungen. Hier in diesem Video gehe ich erstmal nur auf die allerwichtigsten Regeln ein. Eine frühere deutsche Patentanmeldung, die vor dem Anmeldetag angemeldet wurde, aber erst nach dem Anmeldetag veröffentlicht wird, also dann auch erst recherchierbar ist, kann zur Beurteilung der Neuheit herangezogen werden, aber nicht zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. So eine Faustregel. Dasselbe gilt analog für das europäische Patentrecht, also eine frühere europäische Patentanmeldung kann zur Beurteilung der Neuheit der europäischen Patentanmeldung hinzugezogen werden, wenn sie eben vorher angemeldet, aber später erst veröffentlicht ist. Und was man vielleicht dazu wissen muss, ist, eine PCT-Anmeldung gilt in der Regel auch als deutsche Anmeldung und auch als europäische Anmeldung. Außerdem gilt für Gebrauchsmuster als Faustregel außerhalb Deutschlands nur schriftlicher Stand der Technik. Bei Designs ist der sogenannte Formenschatz weniger streng geregelt. Wenn ein bestimmtes Design außerhalb von Deutschlands nur einem kleinen überschaubaren Kreis von Menschen mündlich gezeigt wurde oder einfach nicht schriftlich gezeigt wurde, dann gilt das gegenüber einem deutschen Design in der Regel nicht als Formenschatz. Und das war nur das Extrem, also das ist eigentlich immer Auslegungssache. Und das wird von den Gerichten dann eben ausgelegt, ob eine bestimmte Veröffentlichung überhaupt als Formenschatz gilt oder nicht. Außerdem gibt es eine einjährige Neuheitsschonfrist. Das heißt, wenn Sie ein Design als Entwerfer oder als Anmelder des Designs schon vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit gezeigt haben, dann ist das unschädlich, sofern es in den 12 Monaten vor dem Anmeldetag liegt. Bei Marken ist Neuheit völlig irrelevant. Das heißt, eine Marke muss überhaupt nicht neu sein, wenn sie angemeldet wird.
Also der Konzern BMW kann immer wieder BMW-Marken anmelden, ohne irgendwie neu sein zu müssen. Einige Konzerne, nicht BMW, aber andere Konzerne nutzen das auch aus, um eben die sogenannte Benutzungsschonfrist zu nutzen, beziehungsweise die Marken nicht benutzen zu müssen und trotzdem durchsetzen zu können. Ein Beispiel, was ich auf der Gegenseite mal erlebt habe, war der Telekommunikationskonzern Orange. Die haben natürlich auch in Deutschland wirksame Marken oder sogar deutsche Marken, treten hier allerdings gar nicht wirklich auf und haben eben auch Marken für alle möglichen Dienstleistungen, die gar nichts mit IT oder mit Telekommunikation zu tun haben und gehen dann aus diesen Dienstleistungen gegen andere auf Anbieter in dem Markt vor. Die melden halt alle 4 Jahre eine Orange-Marke an, entweder eine Unionsmarke oder eine deutsche Marke. Einige Gerichte sehen das mittlerweile als rechtsmissbräuchlich an, einige nicht. Also da kann man sich nicht drauf verlassen. Und auch bei den Ämtern gibt es dann auch keine klare Rechtsprechung. Beim EU-IPO gab es neulich eine Entscheidung in einer Beschwerdekammer, dass das als rechtsmissbräuchlich angesehen wurde. Andere Ämter sind da noch großzügiger. Es gab auch eine EuGH-Entscheidung kürzlich zur Marke Pelikan, wo Pelikan, ich glaube, das war eine Marke, angemeldet hatte für Reisedienstleister oder einen Reisebüro-Dienstleistung, was die natürlich unter ihrem Pelikan-Zeichen nicht anbieten. Jedenfalls ist mir das nicht bekannt. Und da haben die eben diesen Pelikan nur ganz minimal abgewandelt, praktisch nicht sichtbar. Da hat der EuGH allerdings dann großzügig entschieden, dass das eben eine Anpassung an den neuen Geschäftsauftritt war und hat das durchgewunken. Also man kann sich da nicht darauf verlassen, dass Gerichte das als rechtsmissbräuchlich ansehen würden. Andererseits kann man als Firma vielleicht darauf setzen in der Strategie und eben alle 4 Jahre eine Marke auch für völlig andere Waren und Dienstleistungen anmelden, die man gar nicht anbietet, und kann dann möglicherweise, man kann sich da eben nicht darauf verlassen, auch gegen andere Wettbewerber oder eben gar nicht Wettbewerber vorgehen. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, was Neuheit ist. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.